Wir haben die Map rausgenommen für den Anfang. Ja, das hängt vom Server ab. Oh. Und du hast auch nichts zu essen, nichts zu trinken. Du startest so wie beim normalen DC. Nur Painkiller. Schau mal, 1944 erst. Bounced aber mit rum. Ey, Moment mal, gibt's diese geilen Propellerflieger auch in-game? Ja, das sind die statt den Hubschraubern. Statt den Hubschraubern hast du Propellerflieger-Abschnitte. Nein, aber ich meine zum Fliegen. Ob du das weiß ich nicht. Das wäre geil, Leute. So eine, ich weiß nicht, so eine Spitfire oder eine Messerschmitt, Alter. Da sind ein paar Survivor. Da. Aber der Server läuft irgendwie nicht flüssig. Oder kommt mir das nur so vor? Das kommt dir nur so vor. Also bei mir läuft er okay. Ja, bei dir läuft alles okay, Alter. 10 FPS, ja. Hat er wenigstens kein Lag, wenn sein hier noch 10 FPS rennt, Alter. Los. Renn mal und drück V. Fail. Wieso, was passiert? Ja, mach den Scheiß Regen. Normalerweise. Achso, Marco hat gesagt, genau, du machst so einen Jump irgendwie. Ja, wo bin ich? Elektrovize, Alter. Three Wellies? Wo soll das sein, Alter? Das ist rechts von Elektro. Das ist rechts von Elektro. Oh, ich habe auch so ein geiles Outfit wie du, Chemic. Ich bin so Lichtschnee. Hast du das hier mit Private Ryan Outfit, Jakob? Nein, ich habe das von den British Armed Forces. Brauch einen scheiß britischen Arm. Ich finde die amerikanischen viel cooler. Thanks, ich. You mad, was gilt, Alter? Ja. Na Moment mal, das kann nicht rechts von Elektro sein, Jimbo. Free Wellies. Es ist rechts von Elektro. Weil es fehlt Solnitschen, oder wie hieß diese Insel, die, weißt du, rechts von Elektro unten beim Eck ist, beim Zipfel? Ich weiß auf jeden Fall, dass es rechts Elektro ist. Das Valley. Aber. Wie weit rechts, das weiß ich leider nicht. Es ist rechts, weil ich bin da letztens auch gespawnt und bin urweit gelaufen. Also bei mir rennt es auch ein bisschen. Also wenn ich laufe, merke ich, dass es ein bisschen laggt. Ah, ich habe schon den Hafen gefunden. Hey, es laggt, oder? Ja, ich bilde mir ein, wenn ich laufe, also so wenn ich stehe und mich umsehe, laggt nichts, aber sobald ich loslaufe, ja, oh ja, ich lag 100 Punkte, aber ich sehe, dass die Bewegungen abgehackt sind. Das ist der Server. Was für ein Server gefunden, Marco? Ich. Für ein Server gefunden, aber das kann es nicht sein. Was ist das? Ein einsamer britischer Soldat ist irgendwo in der Ukraine gelandet, Alter. Oh. Er schaut hart aus mit dem Outfit, Alter. Aber wenn du eine Brille aus dem alten DC drauf hattest, diese Kampfbrille oder sowas, hast du die trotzdem auf? Nö. Ja. Geil, weil ich hab letztens im Chemie auch gesehen, das Oldschool Outfit und die Polizeischussbrille, diese orangene. Nein, ich hab sie nicht auf. Echt? Das letzte Mal hattest du sie nur noch drauf? Ja, da hatte ich anderes Outfit. Und Jakob, halt dich ungefähr 2 Meter weiter weg von Zutten, also weil die prügeln auf die Distanz. Von was? Halt dich fern von Zutten, die Zutten prügeln auf 2 Meter Distanz, prügeln sie dich zum Kumpel. Das sind Spitter. Du kannst ihm stehen, oder? Oh! Hast du nicht gesagt, man startet doch mit Fressen? Ja, auf dem anderen Server war das anscheinend. Ja, und so Messages tauchen nicht mehr im Zentrum auf, also zum Aufheben von, keine Ahnung, Hatchet oder so, sondern doch.
komm, jetzt nimm die Headshot durch. Alter. Bist du dein Deppert? Ah, bück dich. Ich bewege mich schon nach Elektrolex. Ah, Headshot gefunden, Gott sei Dank. Ja, versuch sie mal aufzuheben, mir geht's nicht. Ist das die normale Chernobyl Map oder was? Ja, voll. Ja, leider. Na komm, jetzt heb das scheiß Teil auf, weil du bist hier und immer rüber. Oh, der legt die Hatchet nicht. Scheiße. Ja, gell. Da hebt er sie nicht auf, oder? Er bückt sich zwar wie ein Wiesel, aber er hebt sie nicht auf. Nö, ich bleib jetzt gebückt. Rädel mir gerade ein Saber. Der Server ist fail. Server ist wirklich laggy, Alter. Okay, runter vom Server, du kannst die. Ich, Alter, jetzt bin ich gerade schon ein davor. Entschuldigung. Aber der Server ist echt, also. Du hattest recht, jetzt. Marco, es ist rechts von Elektro. Ich bin jetzt angekommen bei Solnitschny Island, Alter. What the Krutoi fuck? Krutoi Cup, Alter, seriously. Krutoi Fab? Fab. Oh. Krutoi Fail, Alter. Warte ich schon mal. Die Skins sind ja ur-awesome, Alter. Ja, voll, oder? Ich schau mal, ob du was anderes findest. Ich schau mal, ob ich auf dem Server sterben kann. Knochen gebrochen, ich liege tot, aber es kommt keine Death Message. You have enough. Was? You have na. Ich hab nicht genug Platz in meinem Inventar. Komm jetzt, nachdem ich mich schon vom Gebäude gestürzt hab, kommt jetzt die Message wegen der Headshot. Ja, jetzt habe ich die Headshot schon bei mir. Jetzt nachdem ich mich vom Gebäude gestürzt hab. Und jetzt liege ich hier. Gebrochenen Knochen, tot, aber ich habe volle Health. Ja, ich habe auch voller Health und gebrochen gemacht. Ich habe mich gerade vom Haus geschützt. Ich habe mich auch vom Haus geschützt. Jetzt. Ja, na dann langen wir uns aus. Ah, jetzt bin ich schon. Oh, mich heizt du ja. Lass dich umheizen. Auf dem Server gibt es einen Lag von einer Minute. Eine Minute ist noch ein bisschen wenig, ja dann. Na gut. Weil, ich glaube, das ist kein Lag, sondern. Fail. Du musst immer etwas Drastisches machen, damit der Server deine Lage aktualisiert. Ja, ich hab Warde einfach, das ist selbe Fußball. Sorry Leute, das war. Sorry, Alter, das ist unentschuldbar. Wollt ihr den Spanier. Tut mir leid. Wollt ihr Spanier umheizen? Nein! El Bandito! Oh. Na dann, gehen wir auf den ES. Espanol 22 Zombie Spain, Alter. Bam! So, schauen wir gleich, Alter. Disconnect, Alter. Oh. Wer warte, als 7 Leute, ist auch nicht viel. Das ist unmöglich was Besseres. Achso, den hast du schon groß. Okay, das ist der zweitbeste Server. Welcher? Der 188er jetzt. Ja. Das ist der mit den zweit. Ja, keine Ahnung, wie ich das sage. Wo ist der Eisbahn? Der zweit. 17. Spain. Boah, ich werde jetzt mit Kite. Wir werden ein paar Lockenköpfe umkassen. Ja, Communication. El Dito, bam bam bam, chop chop. El Bandito, chop chop chop, Alter. Oh, Anfis gefährlich. Der Doch Toni ist doch an, oder? Nein, scheiße, der ist Italiener. Fuck. Italiener, Spahn. Oh, ist dasselbe. Ich hätte jetzt nicht auf den Server gelassen. Ja, ich wurde auch ins. Hat's mich ins Hauptmenü gehauen. Also, anderer Server. Also, ich habe noch Receiving Data. Was? Ich probier's einfach nochmal. Nein. Voll. Jetzt überhaupt in der Lobby gelandet. Ja, ja. Voll. Dann seid ihr warm. Receiving Cookies. Von. Und Setup completed. Ja, bei mir lädt er. Ja, stimmt. Bin schon drin. Oh mein Gott, ich hab einen Briten, Alter, einen Briten! Nein, ich komm nicht rein, mich hat er ins Haus. Versuch's nochmal, ich hab's jetzt auch gerade geschafft.
Vielleicht weil du im selben End drauf gejoint bist wie ich. Er mag dich nicht. Hey, warte, den Fail-Kennel, wo bin ich? Hier zeigt auch nicht an, wo ich bin. Coming, Alter, FU. Oh, ich bin jetzt Army-Soldat, hab den schicken grünen Helm, Alter. Oh. Bitte Herz rein, Herz rein. Okay, der Server fühlt sich auch ein bisschen laggy an. Was entscheiden wir erst, wenn jemand von uns die erste Headshot aufgehoben hat? What the fuck? Ich bin noch mit dem Haupt, wenn ich komme. Ja, nicht da, Schreck. Aber ich merk's bei der Verzögerung, wenn ich rechts klick, um im Laufen rein zu zoomen, oder macht er das erst eine Sekunde später. Der Fug. Na, wenn er bei mir schon. Alter, jetzt schreibt er mir erst, wo ich bin. Ich sehe erst einen Buchstaben. R. Was ist das? Hangman? Muss ich raten? Okay, ist B. Ist C. So viel. Der Lag auf dem Server ist immer. Er hat mir noch immer nicht angezeigt, wo ich bin. Wie gesagt, ein Buchstabe steht schon da. Na, jetzt zwei. Ein R und in der zweiten Zeile ein T. Ah, ich weiß schon, die Mod heißt 1944, weil die Internet-Connection so wie 1944 funktioniert. Oh. Nein, das ist der Enigma-Code, du musst raten, Alter. Du sollst dechiffrieren. Ich kann meine Grubel dechiffrieren, oder? Ein Holzmodem. Holzmodem? Holzmodem zum Kurbeln, Alter. Die irgendeinen zusätzlichen Anschluss reinritzen. Hier ritzt dir gleich was rein, oder? Ich ritz die Isle of Gogol. Holt mit sie, Alter. Zusätzlichen USB-Anschluss nimmst, dann brauchst du ihn einfach rein. Mit einem eckigen Bohrer, oder was? Dann schwenken. Schau, da fragt einer, was William Wallace gemacht hat. Was con la cara de Wallace tun? Pero no ando por ahí. XD. Aha, okay. Asia, DND, was, oder? Was? Do not disturb, was, oder? Spiel ich zu viel Far Cry? Version Mist steht da bei Knell mit Beutel. Voll, was für einen Mist machst du, oder? Nein, ich komm nicht drauf. Oder? Arschloch, schau! Oh, Arschloch! Das ist auf Spanisch, oder? Voll! Ich bin bei Friedrichsbau. El Primer Zombie. Was? Goethe, Toge, De Hetze, Sangrar, Aura. Maxl! Oder ein andere. Del Hospital LOL. Gel Hospital LOL. Muerto arriba. Muerto arriba, Alter. Oh, yo estoy medio muerto arriba erst. Del Todo, Alter! Del Todo, Alter! Del Hospital, Alter! Alter, bei mir steht Chernarus Airstrip.
What the fuck? What? Ja, wahrscheinlich beim Balotta Airstrip, oder? Na, nur nicht. Es gibt Balotta Airstrip zu sehen und zwar Lichtjahre in alle Richtungen. Mit scheiß Zunte. Zu die Telefonie. Tutti del frutti, Alter! Elda Tutti del frutti, Alter! Negativo, Alter! Negativo, Alter! Tutti del frutti! Ich kann Spanisch, wie es dann ausgeht! Papidi Pupidi! Importa! Du musst da mal annehmen! Una esta war! Una esta war! Oh, die Zutat hat meine Achsen gebrochen! Oh, sie rapt mich! Oh, da ist das Military Boy, Alter. Alter. Boah, Balotta Airstrip, Alter. Ich bin tot, Alter. Oh. Gehen wir mal nach Balotta, hm? Komm nicht auf den Server. Keine Chance. Sicher, du musst es nur oft genug versuchen. Ja, bei Povil steht noch immer Versen Mission. Schau da. Boah, Alter, jetzt Version steht bei mir erst Chernarus Airstrip. Ich bin schon seit 10 Minuten auf der fucking Map. Ich box nicht. Der Lag ist so immer. Weil du ein Idiot. Elfenito. Vamos a la playa. Dios. Dios quanto zombie en hospital. Was? Eine Kant Zombie ist im Hospital? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Erst die müssen wir alle umheizen, das gibt's ja nicht. La Paloma Blanca. Aber kein einziger von Hi ihnen. Hi from the mountains I fly. Aber kein einziger von ihnen hat einen spanischen Namen. Da ist der El Puta de Maxl. Interessant. Spanier sind ja alle friendly, oder? Son los zombies de te bayo del hospital, no? Bambino, Alter. Ja, schau, ich hab grad Vamos Estos in Elektro geschrieben, Alter. Warte mal. Schau mal, was Warmer auf Spanisch. Was hast du geschrieben, Haus? Mein Name ist José Cuiabo, Alter. Alter, kann man nicht mehr aufs Balotta Airfield? What the fuck? Was laberst du, Alter? Ich bin total. Ich meinte in diese. Heißt du dann NL Club? Lomate in Hospital, Alter. Bin ja bist du am Airfield, oder? Nein, ich bin nicht am Airfield, ich geh jetzt rein in. Weißt du, in diese. Was? Gay, Alter, in gay. In dieses Military Lager. So, hast du das Flugfeld checkt? Ah, da liegt ein Real aus. Oh, holy crap! Da liegt eine AK oben und eine Nazi-Zutte im Tower. Du Hure, Alter, Schlepp. Oh, die schaut aber hart aus, oder? Ich hab das Ur
ein geiler Real gefunden. Mit Searing und so. Na, aber doch kein Scheiß, das gab's damals. Aber keine Max. Nur Fail. Schreib Invertido mit V. Das heißt so viel wie gay, oder? Invertido, Alter. Da hast du Invertido! Oh no! Hatte Ono? Ono, was heißt das? Keine Ahnung. Onos meint er vielleicht. Nein. Aus Naturalienselektion. Naturalienselektion. Warte, was heißt Naturalien? Produkt aus Naturalien. Wie Produktus? Naturales. Scheiße, ob ich dumm ist, aber. Ich werd jeden Augenblick gekickt, ich sag's dir, weil der Admiral einfach ist das an ein paar Hundkinder. Oh. Warte, bei mir steht noch immer Chernarus Airstrip. Day Zero. Arschloch heißt Gilly Bolas. Was? Gilly Suit? Warte. Aber was heißt dann? Oh mein Gott, ich sehe das Lager gar nicht. Oder bin ich da falsch? Ich kann mich nicht connecten zu dem Server. Ja, dann suchen wir uns einen anderen. Der ist wirklich so laggy, es steht noch immer Airstrip bei mir. Ich sehe nicht mal das Militärlager beim Airstrip. Ich sehe es nicht. Ich sehe Zutten in der Luft stehen und Loot in der Luft liegen, aber. Aber warte, vorher muss ich was sagen. Vale, vale, oder? Aber hast du das, Marco? Naturalien auf Spanisch? Ja, ich höre euch ganz dazu, ich brauch's eh überhaupt nicht. Produkte aus den Naturales, oder? What? Liebst du die Frutti eigentlich? So, no dispares, keine Typas. Tutti Frutti und empfiehlt mir gleich Italienisch. Na dann machen wir Tutti Frutti auf Italienisch. Alter, warum spawnt deine Zucker, Alter? Fuck you. Ja, okay, schmeißen wir uns vom Server. What the fuck, Tutti Frutti heißt Todas las Frutas. Off. Na, da schau, dann kannst du gleich das schreiben. Aber von Italienisch auf Spanisch, ja. Ja, warte mal. Jetzt nehme ich Todas las Frutas. Schau, Todas las Frutas anyone's. Warte mal. Ich schau jetzt mal, was das. So, das ist alle Früchte, Alter. Fail. Bist du die Frutti italienische Firma oder was? Produktion aus Italien. Alle Früchte. Macht Sinn. Hab schon selber. Das ist aber Tom Real. Ja, boah, verstanden. Der Fail ist, oder, ist stark in dem fucking Crap. The fuck, oder? Also, das ist sicher ein Deutscher oder ein Österreicher. Blasereiter, oder? Ja, was haben wir da? Einen russischen Server? Passt. Wenn wir einen Ping von einer Trillion haben. Poste mal, wir können ja mal abchecken, ob er. Poste oder dein Face. Das ist schmerzhaft. Der ist sogar. Der ist auf diesem Wolkensymbol. Vielleicht ist es ein offizieller. Ohne Cloud, Alter.
Der ist auf dem Server, gibt's keine Wolken. Boah, Mate Coach für Scoofer. Was für Boof. Digga, den Mate Coach für Spoof. Horter. Der Kleine. Müssen wir aber auf Russisch landen, so fail. Okay. Pieska, Pieska. Pieska, Pieska. Granada. Granada. Wow. Granada, bist du einfach instant gespawnt, Kapkolova. Okay, das geht. Reloading. Ja, und kein Lag. Deppert, okay, das Server ist gegangen, aber... Kapkolova, warte mal. Oh, das ist ja gleich wie Elektro, oder? Oh, ja, ich sehe schon Pikoslova, oder? Oh. Oder warte mal. Bei mir erdelt's, wo bist du deppert? Na, Moment mal, Kapkolova? Kapkate, ja. Links hast du den Turm und rechts hast du Elektro. Rechts ist Elektro? Ah ja, stimmt, wenn das Picos Lover ist, dann müsste das eh passen. Dann reden wir mal nachher, oder ja, sagt mir mal, wo ihr seid, Elektro oder Cherno. Mit was bist du gespawnt, Jakob? Was bist du gespawnt? Britischer Armed Forces Team. Aber Waffe? Ah, warte kurz, schauen wir mal. Essen oder sowas? Kein Fressen, keine Waffe, gar nichts. Hast du die Map? Nein, wenn ich auf Map gehe, sehe ich nichts. Okay, also auf Map gar nichts. Mit dem Schwanz in der Hand. Ich bin Kamenka gespawnt. Juhu! Ich bin im Bukaki gespawnt. Wo? Ich bin am Erstflug gespawnt und das war. Das ist eh Balotta, oh, Alter, das erzählt zusammen. Muss ich links laufen? Ja, oder? Du musst rechts laufen. Strand muss rechts von dir sein. Aber bei mir rennt's wieder beim Laufen. Das heißt, ich laufe links, wenn der Strand rechts. Also wenn der Strand rechts von mir ist, dann laufe ich links. Nein, weil du spawnst mit deinem Blick landeinwärts. Dann drehst du dich nach rechts, hast den Strand rechts von, also das Wasser rechts von dir und läufst dann entlang. Ja, das ist was anderes, wenn das Wasser rechts von mir sein soll. Also wenn du sagst, der Strand soll rechts sein. Ja, du läufst am Strand. Ich renne nach Cern und so. Jamek, wo bist du leicht? Jamenka. Jamek, ist das hinter mir erst? Ja, das ist in die andere Richtung. Oh, ich laufe schon mal in die Militärzelte rein. Ja. Mal sehen, ob ich krepiere. Es rädelt bei mir gerade auch ein bisschen, aber er hat viel schneller geladen und viel schneller alles angezeigt. Außerdem ist die Response Time von dem Server nicht so katastrophal wie auf dem anderen. Für jeglichen Header mir ist eh wurscht. Ja, ich gebe mich gerade zu der hier niederprügeln. Komm, jetzt prügel mich, wieso rennst du weg? Kamenka, Alter. Bist du eh beim Polen? Gleich zu mir. Ich prügel mich schon hier. Bist du? Ich prügel schon. Na, wieso? Ich renn rüber zum Airfield, Malotta. Jo, weit weg. Na, urmeiß. So. Ja, ist ja wurscht, aber es geht urschnell. Ich war vorhin 3 Minuten drin. Ja, wurscht, dann spawn ich halt neu. Wo lass du dich tot bringen, bitte? Weil auf der Straße in Kamenka. So, bin noch beim Leuchtturm. Aber es laggt teilweise, weil ich werde gerade nicht mehr geschlagen von der Zutte. Ja, der rennt ganz gut eigentlich. Das Blutspol hat sich halt aufgehangen. Passiert irgendwie nichts. Also wird das eine halbe Ewigkeit dauern, bis ich drauf gegangen bin.
Aber was ich auf alle Fälle vorhin sagen wollte, der Daniel hat so gepostet, so von einem Blog, so irgendwie so einen Haufen Heinzeln, die sich zusammengepackt haben und nach Tschechien gefahren sind. In diese Gegend, von wo sie Tschernarus kopiert haben. Weil er führt irgendwie so einen Fluss durch so eine Gegend, ziemlich weit im Norden bei Tschechien durch. Und der Fluss ist genau die Coastline von Solnitschny bis nach Tscherno. Sogar die Städte sind an denselben Positionen. Sie heißen halt nur in Real Life anders. Aber es sind haargenau dieselben Städte an denselben Positionen. Du hast Piko, Slova und alle Dörfer, die du auf der Tschernarus-Map hast, hast du auch quasi in Real Life dort, nur sie heißen halt, wie gesagt, anders. Und das Geile ist, die sind halt so durch die Gegend gelaufen mit so einer Tscherno-Map und so einer echten Map und haben sich halt die Gegend angeschaut, dass die weiß ähnlich ist. Und das Geile ist, wenn du die Aufnahmen am Land siehst, oder du pisst dich an. Du hast dort ur viele solche Fail-Scheunen stehen, weißt du, die, wo die Wandverkleidung abgebladelt ist. Ich hab letztens mit Mugi geredet. Leute, ich hab einen Bug gefunden. Sag. Ich kann hier jetzt ewig liegen mit null Blut, blutend neben einem Zombie, ohne dass er mich haut oder ohne dass ich weiter verblute. Ich hab letztens mit Mugi geredet und Mitrovice ist irgendwo in Kosovo und der Vorort ist wirklich Stangrad. Ja. Aber es heißt, es wird nur anders geschrieben, es ist Stangrad. Hort, Alter, hort. Ich hab God Mode. Warte, ich dreh mal kurz God Mode ab. Oh mein Gott, nein. Das ist angeblieben. Scheiße. Na doch, komm zu dir. Komm, hau mich. What the fuck? Ich stehe hier mit null Blut? Mit dem Blutzeichen aber. Also mit dem Kreuz. Vor einer Zute, sie prügelt mich nicht. Okay. Wenn ich unverwundbar bin, dann können wir gleich los jörteln. Was ich gerade damit. Da! What the fuck, oder? Ja, irgendein Side-Channel Loop. Was mich nur ein bisschen irritiert ist, ich bin in der Nähe von einer Scheune und es spawnen keine Zuchten hier. Na komm, jetzt stirb. Oh, jetzt bin ich unsterblich, aber ich kipp die ganze in Ohnmacht oder was? Ich schalte dich um, dass ich wieder automatisch laufe und nicht gehe. Sei mal Schiff. Knädel mit Kobel und wurde gerade getötet, die arme Sau. Endlich, Alter. Jetzt kommt ja, sicher soll nicht schnell. Wo wollen wir eigentlich spawnen? Ich hab keine Ahnung, ich bewege mich auf Tscherno zu. Wenn Marco Balotta ist, dann passt der. Wenn Balotta erfüllt, gar nichts drin. Na ja, passt, dann lass ich mich gleich in Kamenka umprügeln. Hat der Airstrip bin ich gespawnt. Ich renn schon runter, da wo die Militärzelte sind, weil da war ich jetzt vorhin noch nicht, bin dann vorbeigelaufen, aber ich war jetzt bei den zwei offenen Hangern und bei dem großen Tower nichts. Ich habe eine britische Uniform, nur zum Fall. Ja, ich kann die Hatches nicht aufnehmen. Oi. Du spürst halt ohne Hatchet, du Mama. Die Zucken gehen mich nicht einmal an. Ja, das ist aber schon ein bisschen buggy zu sein, oder? Scheiß. Ja, bei mir spawnen nicht mal welche. Naja, ich kann mich denen in den Weg stellen und sie schieben mich einfach zur Seite. Ja, sie gehen einfach hin weiter. Ich sehe es nicht. Ne, aber wirklich genau gewarnt. Ah, man kann eh Reason drücken. Marco, meine Marco. Man kann was drücken? Ich hab dir schon die Tür aufgemacht. Respawn. Oh, was ist das für ein Gewehr?
Ich kletter jetzt rauf. M37 Ithaca. Diesen. Nice. Das ist Karabiner, 4 Schuss. Ichata ist 4 Schuss Karabiner. Oh, ja, ich sehe es gerade, Vater. Gehen wir mal auf Noob-Jagd. Oder jetzt habe ich die Hatchet aufgenommen, sag. Nicht ernsthaft, oder? Doch, die Hatchet. Ich habe vorhin versucht, eine Hatchet aufzunehmen. Und er hat nicht mal die Animation gemacht, um was aufzuheben. Und jetzt habe ich den Karabiner aufgehoben und der tut sich alle paar Sekunden so runterbeugen, als würde er irgendetwas looten wollen. Marco, du schaust aber nicht gut aus da oben. Ich blute. Du hast da oben. Ich hätte wenigstens sagen können, dass es installiert. Achso, okay, er verfolgt den Stream. Hort, Alter, hort. Blutest du? Hä? Ja, es ist eh auf Fail irgendwie, ich weiß nicht. Bist du am Hochstab? Nein. Okay, ich dachte schon, du bist der Zombie. Morgen. War recht. Er zeigt mir, dass ich blute, aber ich kann mich nicht bandagieren. Oh, ja, Alter. Mal alt, der Server hat ungefähr 5 Sekunden Ding. Der Server hat 3 Millionen Jahre Lag, Alter. Ja, Alter, dann geht uns ja das mal aus. Der Server, auf den ich und Kova, auf den wir waren letztens, der war ganz okay. Ja, habt ihr noch, wisst ihr noch, welcher das war? Ja, aber der ist off. Wir haben ihn in den Favorites. Okay. Marco, ja, drück Alt und schau nach links oder nach rechts die ganze Zeit und dann wirst du keinen Blut verlieren. Da ist die Verzögerung, die du eingestellt hast. 5 Minuten. Bam. Ich bin jetzt gerade da runtergejumpt, hab nichts verloren. Ja, ja. Am Anfang habe ich, glaube ich, gar keine gehabt, dann auf eine Minute gesessen. Ja, kann es nicht sein. Ich habe jetzt gerade das User Joint Channel von mir gehört und das war vor 30 Sekunden. Unnett, Alter. Voll. Marco, schaust du nicht gut aus. Du bist schon vor 20 Minuten reingekommen. Ich blute. Ja, ich weiß. Genau. Okay, ich habe jetzt einen Karabiner, ich heiz einen Typen um und dann läuft. Du gerade ausschaust, wirst du weiter bluten. Stütze mich nochmal von dem Hochstand. Vielleicht gibt's ja beim zweiten Mal. Ist es abgesehen von verpackt und dass du keine Headshots aufnehmen kannst? Ja, na, ich verstehe das nicht. Das liegt aber nur am Server. Ja, das liegt wirklich am Server. Ich und Schemek hatten am Anfang einen geilen Server. Ja, und was ist sonst so besonders an dem Invasion jetzt? Es ist DC mit Nazis und Alliierten oder was? Ja, und Waffen Nazi aus der Ära. Also ein bisschen härter, aber Vehicles haben wir. Das heißt, Vehicles habe ich einen schon gesehen, bei den Hallen. Und das war ein Nazi-Vehikel. Das heißt, du hast DMR 1944, Alter. Ich bezweifle irgendwie, dass es damals schon eine DMR gab. Aber die Animationen sind besser. Ah, da vorne ist ein Survivor, komm. Vielleicht hört es dann so. Ich renn schon so den Hallen. Oh, ich habe gerade den Sprung gemacht, Schemek. Was? Haus ist ausgetimt, Alter. Was hast du gesagt? Ich hab grad den Sprung gemacht, wenn du rennst und vordrückst. Achso, hast du eine Primary equipped? Ja, ja, voll. Dann geht das nur damit. Und jetzt sprint er mal, also Double Tap, was ist die W-Taste, und dann drück X während dem Sprinten. Ja, es geht auch, wenn du normal rennst. Na, X. Damit du so reinrutscht in den Crouch-Ding. Okay, warte. Wow, okay. Du musst jetzt gleich in deinem Stream kommen. Du hast eine Verzögerung von ein bisschen was über einer Minute, Pansy, mehr nicht. Oh, okay. Ich meine, das reicht auch vollkommen aus, außer du campst irgendwo, ja. Ohne ja, die reden miteinander. Wer redet mit wem? Ja, zwei andere Survivor reden gerade miteinander und scheißen sich an, oder zu dir. Ich stehe jetzt, habe mich vor die Zutte hingestellt, schau nach links und tut mir nichts. Sie reden gerade über mich. Jetzt hast du gerade den Jump gemacht. Eine Minute 15 ist die Verzögerung. Bei mir spawnen, wie gesagt, nicht einmal zucken, das ist so fail. Ich habe die Innovation, dass ich blute wie ein Springbrunnen. Und trotzdem verliere ich kein Blut da dran. Ja. Was nice, dass jetzt im
DC Commander daneben steht, wie viele Server es gibt. Nein. Na gut, Jungs. Wie gesagt, ich muss in 6 Stunden auf. Morgen geht's wieder bei mir. Ja, voll. Ja, mal sehen. Ich lasse jetzt mal den Download ein bisschen rein. Schau, komm, stell ich daneben mich und schau auch nach links. Ja, es ist eh ziemlich fertig. Ich glaube 3 GB. Ja, ich weiß. Ein bisschen weniger als 3 sind. 2,8 oder so. Ja. Ja. Aber ich melde mich morgen und nähere Details wegen dem, was du vorher angesprochen hast, was du Pschemo gesagt hast, was ich gepostet hatte, kriegt sie dann auch morgen alle. I think it's buggy. Nein, okay. Du hättest nichts sagen sollen, ist der ganze Spuk vorbei. Ja. Du Idiot. Ciao. User disconnected from your channel. Session lost. Ja. Was war überhaupt bei euch jetzt? Urgeil, wir zwei stehen da in der Mitte. Also zuerst ich alleine und ein Typ kommt, zwei Typen kommen her und ich blute und stehe zwischen 5 Zombies und sie greifen mich nicht an und er so, schaut's auf mich. Man, you're okay, you're bleeding. Are you okay? Und dann so, warum greifen dich die Zombies nicht an? Und ich schaue nur so die ganze Zeit nach links, schaue ihn so an. Und er so, what the fuck? Und sein Kumpel auch so, what the fuck is going on? Und auf einmal kommt so unschillig um die Ecke Marco daher, so weißt du, in diesem ganzen... Also daher gewalkt so. Urfleibern und schaut so nach links, rechts. Auch bluten und die haben sich gedacht, what the fuck? Ab, Schemek, unser Server ist wieder on. Der normale. Nicht die russische und der spanische, sondern unserer. Ja, dann post jetzt den Link, oder? 5 Euro. Ist jetzt Daniel off? Warte, ich teste ihn mal. Wieso? Er muss arbeiten in 6 Stunden. Dann braucht ihr ja gar nicht mehr schlafen gehen. Voll, nur Baller. What we are being for. Er legt sich jetzt hier hin, bleibt noch, wird 1,5 Stunden nachliegen. Dann wird er erst einpennen. End 5 oder 4 Stunden. Und dann ist er noch mehr müde als er wäre, wenn er nicht geschlafen hätte. 6 Leute am Server, 4 Leute sind wir. Wow. Nein, 3 Leute sind wir. Wo ist Haus? Statt 6 Stunden. Statt 6 Stunden zu schlafen. Ich will Wasser reinpfeifen, Alter. Wem willst du Wasser reinpfeifen, oder? Kaffee. Geht bei euch aber, Alter. Jetzt hörst du nur Marco, you should drink and bake. Ich würde mal Pending boxen immer. Was? Oh, ich starte mit einer Luger, ist das geil, Leute. Chancen. Chancen. Aber Jakob, die Luger ist leer. Na, nur nicht, ich habe gerade 10 Schuss abgegeben. Nein, ich habe 3 Max. Ist gut. Wieso gibt's hier keine Ahnung? Anzeigen gibt's schon, aber. Jetzt sehe ich sie erst. Nein, ich habe P38 Max, anscheinend ist das nicht die Luger. Ah, die P38, eine andere, ja, ja. Weißt du, wenn es wird die P38, die Walter. Na, jetzt kann die Action ab. Ich bin Jakob gespawnt. Ja. Oh, Alter. Rechts, links von Solnitschny. Ich renn zu Elektro. Bist du schon drauf? Ja, ich bin beim Airfield. Wo bist du? Ich bin Tscherno. Welchen Airfield, Jakob? Balotta.
Oh. Ich bin Scherner, hab schon die Feiern gefunden. Gas, Gas, Gas. Die Waffen sind aber so geil. Und sie sind urlaut. Beim Jamek, die Luger macht den. Macht einen Krach. Ja, da haut's da die Kugel auf. Die 1911. Jakob, aber das, was ich im Chemik auch schon gedacht habe, wir hoffen, dass es das Motorrad mit Beiwagen gibt. Das wäre hart, Alter. Mach mal Indiana Jones. Du hast die Axt in der Hand. Den Beiwagen nimmt die Axt in die Hand. Und schafft einfach. Voll. Oh. Ein Querfeld. Nein, durch Elektro. Ja, nicht Elektro, sondern Tscherno. Ich schau gerade zum Tower von Balotta. Hat mich hier gleich einer um, oder? Get to the... Get to the... Tunnel! Da, da, da. Moshavu! Holger, ist ein Elektro, equippen wir uns? Oder laufen wir zum Airfield, Jamek? Bin in Tscherno. Ich bin ja noch equipped. Du bist ja oh, ich merk's nicht, Sutter hat Agro auf mich, oder? Und kann mich schon nicht ausloggen. Du, ich helf hier. Und pass auf, Jakob, auf den Sonnen, die zucken extrem immer. Boah, da komm im Airfield. Es ist nichts am Tower gespawnt, oder? Willst mich verarschen? Hauptsache, die Zutten sind schon da. Oh, Alter, da kommen sie schon aggro. Weg, 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 weg! Oh. Ah ja, und du kannst den Bayonet draufknallen auf. Nee. Hab ich mir schon gesagt. Wahnsinn, das ist der einzige Server, der wirklich super rennt. Aber dafür rennt er halt extrem lagfrei. Der Server ist echt Bombe. Soll ich euch was mitnehmen? Bloodbags oder irgendein Shit? Munition für die Luger, wenn du findest. Ich glaube, die Luger benutzt die 08er, nicht die 038er. Das ist die Walter, die 08er sind glaube ich die Luger. Aber vielleicht hab nicht so viel Platz. Als Mörder, du hast mich gedacht. Ah, hier habe ich eine Map und eine Uhr, das ist nice. Ja, wenn aber, du hast Platz. Aber wir haben zumindest Maps auf. Du hast eine Map auf der Link. Kannst man reden mit deiner Map? Oh, was ist los? Ich bin tot. Was ist los? Oh. Hat dich irgendwie umgeheizt? Ich hab's umgesammelt, Alter. Weil in dem Wald, und auf einmal ist nur so eine Schlucht, wie eine Schlucht von mir, wo so ein Urschieferbaum raussteht, und ich rutschte die Schlucht runter, und dann beim Baum angelangt, hörst du nur... Rennst doch die Schlucht runter. Aber ich bin in Kap Golova gesund. Ist das näher? Boah, ich bin genau neben Herno. Perfekt. Im Elektro. Ja? Genau neben Elektro. Elektro näher? Elektro ja, ist du, näher. Aber du kannst gleich links nach Cherno rennen. Außer du willst Elektro looten. Naja, Jack, wollen wir dann noch rüber nach Herno oder bleiben wir in Elektro? Ja, ich versuche gerade rauszufinden, warum nichts spawnt in dem fucking Tower, oder? Ist ja urfail. Dann renne ich rüber zu Cherno.
Facts. Gerne habe ich Fire Station Elitär Zelte gelootet. Und? Da ist die 5 Schuss K98 oder so. Ist die? Ja. Die ich das letzte Mal eh schon gehabt. Gekommen, spawned. Ja, ich habe mir aber nur das genommen, weil. Ist bei euch Loot gespawnt? Ja, ja. Ich bin da gerade die Button warten. Ah, wenigstens habe ich jetzt ein Marine Outfit. Speed Hack Ziege! Circa 5 Minuten bin ich in Scherner. Jimmy, wo bist du? Noch immer am Flug, vergessen nichts, Alter. Ah ja, und Jimmy, auf dem Server funktioniert keine Direct Communication, ich sag's gleich. German Player hier. Ja, Nazis. Ob wir sie Nazis zogen, alles Deutsche hier! Schonen von mir! Oh, Hurenzutte, Alter, das gibt's ja nicht. Zutten sind mega imbar, ich sag's dir. Halt dich von Dörfern, die klein sind, komplett fern. Geh nur in Häuser rein, die zwei Ausgänge haben, Jakob. Ja, ich merk's gerade, Alter. Sie hat mich einmal geknüppelt und ich verliere. Den Fehler habe ich am Anfang gemacht und wurde dreimal umgesammelt von, glaube ich, einer Zute, der mich zum Krüppel geschlagen hat, weil ich in einen Hauseingang ging, mitten, wo ich nicht mehr rauskommen kann und ich hatte nichts zum Wehren. Ich habe die K98K gefunden und jetzt muss ich wieder zurückrennen. Welche ist das? Pistol oder? Nein, eine Rifle. Ist das Reptil oder? Die ist nice. Die ein Single Shot. Ja, die verwendet. Wie viel Schuss im Magazin? 5. Zeroing auf 300 Meter. Die ist nett. Gut, nice. Ähnlich wie die Enfield, oder? Ja. Die ist stärker sicher wie die Enfield. Waffen auf dem Server sind urhart, Jakob. Ich würde uraufpassen, also dich heizt ein Schuss schon in den Oberkörper. Ich habe mich mit einem Schuss in den Oberkörper mit der Enfield, hat er mich ausgeschaltet. Keine Painkiller, Alter, und ich zitter wie eine Sau. Hospital geloot. Komm jetzt zu euch. Ah, ich habe eine Rifle gefunden. Gott sei Dank. Lee Enfield. Wuhu! Solange ich eine Rifle habe zum Hunten. Guck mal was. Ich komme euch jetzt mal entgegen. Ja, kommen Sie mal. Plattbauten, Fire Station, Militärzelte, alles gelootet. Hospital. Das einzige, was fehlt, die Pubs, Supermarkt und das andere Hospital, aber
Ich bin jetzt momentan in diesem Vorort bei Channel, wo diese großen Scheunen sind. Ob ich da jetzt noch was finde. Da, wo normalerweise der Spawn ist, jetzt leider gar nichts. Ah ja, und wenn du länger rennst, ist das Aim ist dann noch schlechter als davor. Boah, der Hype-Schwing wirft mich. Dann warten wir lieber. Frage, wo war der Hand jetzt? Wo bist du überhaupt? Ich bin vor Ort bei Tscherno. Tscherno? Ja. Rechts von Channel. Ja, dort wo die Scheune ist. Ja. Siehst du die Scheune? Ich bin schon bei den Scheunen. Ich versuche hier gerade schon zu looten, was geht, aber auf mich heizt einer. Gott sei Dank hat er. Was du dann? Weil ich bin gerade bei der Scheune mit dem roten Dach und ich habe keinen Schuss gehört und ich habe auch niemanden rennen sehen. Ich bin in diesem. Ja, was, ich komme gleich zu dir. Sind in der roten Scheune? Ich renne gerade zu der länglichen. Renne in die längliche. Ich bin auch gleich rein. Bin drin. Komm jetzt rein gleich. So, jetzt bin ich drin. Nein, da bist du nicht. Ja, bist du überhaupt Tscherno oder bist du nach Elektrik ran? Ja, Tscherno. Ich bin in, Pridogut. So. Noch ganz weit weg. Okay, ich komm mal hin. Da gibt's auch eine längliche Scheune. Ort. Ja. Und ich versuche den Schuss noch aufwendig zu machen, der hat mich geheizt. Hast du gehört, von wo der Schuss kam? Leider nicht. Was ist die Ost? Haha, Stielgranate! Ja, ja, Stabgranaten hast du. Inha. Nein, ich sehe nichts. Ich darf schon aus Bridros bei den Eisenbahnschienen. Ich hatte vom Strand aus geschossen. Nein, das klang, als wär's auf meiner Höhe. Könntest du auch zum Strand laufen? Was? Ah, wurscht, ich komme jetzt auch mal rüber, weil ich bin bei Pringorodki am Anfang bei da
Hauptstraße. So, auf der Hauptstraße, warte, dann komme ich zur Hauptstraße. Ich sehe schon die Hauptstraße. Du siehst schon die Hauptstraße. Ich bin auf der Hauptstraße jetzt. Dort hinten, ja. Hast du urviele Zutten am Arsch, oder? Ja. Meine Huren, die Zutten, von wo kommen die alle? Seh dich. Ja, stimmt, du kannst dich wirklich nicht so weit nach hinten drehen. Warte, aber da war mir geschossen. Ja. Ja, wir müssen unsere Jack zuerst zusammentreffen, oder? Ja, kommt jeder Channel. Ich bin schon auf dem Weg. Ich wollte hier nur ehrlich gesagt noch dieses Military Compound plündern. Ja. Ganz schön viele Zutten, die du da hast. Glaub ich. Boah, naja, es geht. Ich werde schauen, dass sie sich da bei den Müllhaufen abhängen. Lauf. Into the woods. Nein, leider. Hinter uns oder was? Da urabgedumpt, urweit entfernt, Richtung Berg. Glaube ich. Weißt du, was ich hart finde? Wenn du dich im Liegen Third Person drehst, du siehst, wie er mit den Händen nachrückt. Wie war's, der nachrückt? Leg dich mal hin, Third Person, und dann dreh dich im Kreis. Und schau, du drehst dich langsamer als im normalen. Du kannst dich nicht so schnell 360 Grad drehen wie im normalen Daisy. So, er tut immer mit den Händen nach. Ich auch im normalen Daisy nicht. Wirklich, also im normalen Daisy habe ich kein Problem, mich schnell im Kreis zu drehen. Ich renn schon rein nach einer. Ja. Ich bin schon bei deinem Bahn gleich. Viel Glück. Bist du nicht rein? Ja, keine Ahnung, was gibt's da noch zu looten? Na, ich schau mich um, was ich weiß. Kannst du den K98 aus dem Military-Zelt nehmen, aber ohne Ammo. Wo waren nochmal die Militär? Genau auf der anderen Seite, oder? Na, wo nicht auf der Seite. Links, rechts? Renn, Richtung Hospital. Oder, warte, jetzt weiß ich selber nicht mehr. Jetzt machen wir mal beim Industrial in der Mitte. Ich glaube gegenüber vom Hospital. Ist schon aggro zu. Ja. Oh, das ist ja hart, oder? Da muss wieder wie damals am Anfang in Daisy nur noch rumkrabbeln. Wieso? Kannst du eh rum. Du hast halt Agro-Zutten, die muss dann irgendwo los. Ja, werden. Das Problem ist, ich bin gerade in dieser Zeltstadt vor Balota. Jalla, jalla.
Hospital. Ah, gegenüber Hospital. Ja, ich sehe schon. Ja, mal an, du hast geschossen. Ich hab nicht geschossen. Oh, Pinker. Geil. Wer hat dann geschossen? Keine Ahnung, kann sein, dass irgendwer bei den Zelten ist. Pack mal mein fetteres Graffel aus. Oh, Alter, die Zucken können durchrennen in den Baracken, Alter. Fick dich. Dein Ernst? Du hast so viele verschiedene 5-Round-Magazine in dem Game, oder? Das ist ja abartig. Bei der Barrikade? Ja, ich bin bei der Waffe. Welche Waffe? Im Zelt, ich bin im Bild. Da rennt, glaube ich, gleich einer. Er ist gerade an der Barrikade beigrennt. Ja, das ist ein Feind. Bin nicht du. Er rennt gerade zu den kleinen Helden hin. Pass auf. Ja, er hat mich erkocht. Aber ich habe ihm 2 Schüsse verpasst. Oh. Er hat ein härteres Gewehr, was hat er da? Ja, hier siehst du ja keine Death Message. Da habe ich gerade bestimmt nicht vielleicht gesehen. Ah, wenigstens bin ich im Ballon gespawnt. Mehr fühlt sich. Am Airfield brauchst du gar nicht looten gehen, dort gibt's nichts. Ich habe das einzige Gewehr genommen, das ich gefunden, das dort war. Warst du gerade eben dort? Ich bin jetzt in der Zeltstadt. Ich bewege mich wieder Richtung vorderer Ausgang von der Zeltstadt. Wo hat er dich umgeheizt? Im Zelt. Im letzten Zelt, wo das Gewehr lag. Die K irgendwas. Lute, ich hau hier ab. Das ist eine vom letzten Mal. Ich weiß nicht, wie wiederholt die Scheiße an dem. Keine Ahnung. Ich rauf Richtung Tscherno. Wo am Airfield bist du, Jimbo? Vorne oder hinten? Ich bin momentan hier zum Zoom rein. Ja, ich hoffe, jetzt ist für dich was gespawnt, weil wie gesagt, vorhin, wie ich dort war, war nichts. Ah, hier ist was gespawnt, was ist das? Ja, wenn wir einmal 30er Rounds für das Nazi-Gewehr. Oh, und ein Gewehr ist gespawnt, ein Karabiner. Die MS Grand ist gespawnt. Oh, willst du mich verarschen? Ach, du Lacker. Kannst sie haben, wenn du zu mir kommst, kannst du sie haben, ganz ehrlich. Ja, ich laufe eh gerade zu dir, aber bitte, ich bin dort rumgecruised, ich weiß nicht, sicher 5-mal rein und draußen in den Scheiß. Du, Deppert, Pschemek, das ist ein geiles Visier. Hast du nicht die K89, Jack? Ja. Dann drück Tab und befestige Bayonetta. Ich hab kein Bayonetta, oder? Er hat kein Messer. Ist ja scheißegal, oder? Oh shit, Schutten kommen. Du hast kein Messer. Ich habe Messer auch nicht verbraucht. Und hab trotzdem Bayonet aufgehört. Ich renne jetzt in deine Richtung, Johnny. Ich schau nur kurz, ob was in den Flughallen gespawnt ist. Bleib noch im Tower. Aber bleib ganz oben. Weil die Zutten gehen eh nicht ganz rauf, wenn du dich oben leise verhältst. Verlieren sie eh urschnell Agro. Ah, ich seh's schon weg. Was? Ich hab das Bayonett befestigt. Mhm. Das ist ja urgeil. Komm runter, Jakob. Bleib oben, ich komm gleich mit Zutten im Schlepper. Nein, hier sind
schon, wir sind super schon oben. Wo oben? Am Tower, ganz oben. Oh, ich sehe es gerade. Oh. Komm grad runter. Halle, zur Halle. Ja, in der Halle kannst du auch nicht überleben. Da ist ein Survivor, der schießt gleich auf dich. Achtung! Bist du nicht du? Nein, 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 herz ihn um! Ich bin hier auf der Seite, ich hab britisches Outfit an. Okay. Okay. Wenn du kannst, dann herz ihn um. Der will auf mich schießen, warte. Oh! Hat er nicht? Ich blute, nein. Er blute gleich. Hat er dich umgelegt? Nein, ich bin der Schimmich. Hat er dich umgelegt? Nein. Wo seid ihr bitte? Beim Flugtower. Dann renne ich dorthin, vielleicht gibt's dort mehr Action. Hab nur schnell was, haben wir die bandagiert. Bist du gerade der dort im zweiten Tower? Nein, ich hab mich neben dem Tower gerade bandagiert. Wo bist du? Hab ihm meinen Treffer verpasst. Oh, und ich blute auch. Ich renne jetzt rein in unseren Tower. Renn in den Tower, ich bin auch drin. Warte, drinnen und aber angelegt. Ja, aber ganz oben, damit die Zuten Agro verlieren. Los. Bandagier dich. Ich hab fast gar kein Leben mehr. Ja, letzte Bandage. Wie viel Leben hast du noch her? Zwei Drittel? Ich hab ein Drittel. Ich drop meine Waffe. Cover den Aufgang. Wie benutze ich das Bajonett? Du gehst auf Tab, drück auf Tab und dann hast du ganz oben die oberste Anzeige, drück auf Attach. Ja, und wie verwende ich's, um zuzustechen? Du musst auf einen zu rennen. Du rennst nur auf ihn zu. Ah, jetzt habe ich Muni in die Luger reinladen können. Echt? Ja, keine Ahnung warum, weil ich habe keine neue Muni aufgenommen. Du musst nur auf ihn zu rennen. Toten sind da, Jakob. Sie kommen hoch. Leiter auf der Seite. Ich meine, wir haben bis jetzt nur zu. Go. Ich warte, ich versuche das Zeichen zu finden. Climb leider down, beeil dich. Ah. Oh, Alter, geh runter! Gar nicht. Geh runter, wenn du kannst. Geh weg! Und der Typ ist im Tower drin, oder was? Nein, ich schau gerade, wo er ist, ob er da noch irgendwo drumherum rumgeistert. Weil er hat auf Marco mit irgendwas Automatischem, zumindest hat sich so angehört, das Feuerchen. Komm runter, um Jakob. Da kommt ein Survivor. Oder? Nein, nicht zuckt er, okay. Ich hab Painkiller einmal eingeworfen und darf jetzt noch... Gute, kommt gleich. Du bist tot, komm hier rein, komm rechts. Du musst nicht auf Zutten herzen. Da ist eine vor dir. Oh, pass auf! Oh, das hat mich fast gedögelt. Boah. Nein, von hinten kommt auch eine. Herz ihn nieder. Go. Passt. Oh, bitte. Ich kann nicht, ich steck fest zwischen ihnen. Oh, jetzt. Warte, ich hab nicht mehr genug Lust. Loot die Zutten. Du kannst. Haben nichts. Da schießt einer rauf, komm rein. Komm rein. Wo? Vom Wald aus? Genau, runter, Jakob. Go, run. Vom Wald aus. Jimmy, ich leg die MS Grant hier hin auf und ich hab zwar nur noch 4 Schuss, aber du kannst sie haben. Beeil dich, da kommt schon eine Zutte. Drop. Ich hab's hingerichtet. Ich kann sie jetzt nicht mehr aufnehmen. Renn auf die Zutte zu! Zutte, war ja nicht! Von oben kommen wir an! Jetzt im Knochen drauf. Ich bin schon im Arsch. Ich lenke die Zutten nur noch ab. Verschwend den Schuss. Hopp. Ich versuch. Oh Gott, hier unten sind auch wohl viele. Alter, du, ich hab immer. Nein, ich bin down. Ich hab kaum mehr Blut. Ich sehe alles nur noch verschwommen. Ich blute zwar nicht, aber.
Bin jetzt mal in die erste Halle gelaufen, oh Gott, das ist ja fail, Alter. Ich unterschied mich gerade, aber ich glaube, das wird viel bringen. Nein, ich bin tot. Sogar ist gefallen. The combat with 20 cities. Hast du die MS Grand bewahren, Jakob? Ja. So, das beschämigt dich irgendwie bandagiert und keine Ahnung alles. Ich weiß noch nicht, den Typen vorhin, ob ich den angeheizt habe richtig, weil ich habe schon ungezittert, oder die Scheißzug hat mich geschlagen. Genau, wie ich auf ihn das Feuer eröffnet habe. Ja. Ja, ich brauche Blood Transfusion, Alter. Ich bin so gone. Ich sehe gar nichts mehr. Ja, wenn Schenek dich hochheilt, geht das. Ich bin in Drakon gespawnt, wie weit? Boah, oh. Ich hol mir eine Elektrowaffe und dann komme ich zu euch. Ein bisschen Glück. Ein scheiß Vehikel. Genau neben Elektro-Spawn ist das geil. Aber der Typ, ich habe am Anfang nur nicht gecheckt, dass es ein Player ist. Ich dachte, das sind Zutten, die auf dich zurennen, halt alle mit Helmen. Und dann sehe ich erst so, oh scheiße, okay, das ist einer in so einem Army-Outfit. Ja, das habe ich auch schon gedacht, wie ich Nazi-Zombies gesehen habe. Was für ein MG hatte der bitte, womit er losgeheizt hat? Ich hab den Schuss und den Einschlag nicht gehört, ich habe nur das Glas brechen können. Dann hast du schon gemeint, quasi du hast was gehört. Aber nein, wie er auf dich das Feuer eröffnet hat, unten noch. Ich habe keine Ahnung, er hatte kein MG, er hatte eine Waffe. Aber das ist ja bitte gewesen, du, bitte. Ja, die Luger. Das war die Luger, mit der er geheizt hat. Was er gemacht hat, die linke Maustaste festgeklebt, oder? Aber ja, es war die Luger, aber mir ist auch so vorgekommen, als hätte er ein bisschen viel Munition gespendet. Schauen wir mal. Boah, aber die zu der Uhr fein niedergefeidelt jetzt gerade. Eine rennt mir nach, dreh mich um, renn auf sie zu, so, oh, und sie so die Animation wieder zusticht und die zu der fällt um. Oh, wenigstens habe ich hier erstmal. Ich wollte jetzt sagen, Bondage, nicht. Ja, wenn du eine Melee-Taste hättest, wäre das viel geiler in dem Game. Ja, zu. Oh, der zu der 2 Meter entfernt. Dresch mich nieder. Deine Mutter, Alter. Ich glaube, ich sehe da vorne schon Tscherno, ich bin mir nicht sicher. Wobei, so ich jetzt nach Palotta. Nein, ich bin Richtung Tscherno gelaufen, aber ich werde mich jetzt, glaube ich, dann eh bald ausloggen, weil das hat auch keinen Sinn, oder? Also will ich hier pennen gehen. Ich habe jetzt die Nacht voll keinen Schlaf bekommen, oder? So, wenn hier irgendwo in der Nähe einer ist, der kann mich umheizen, ohne dass ich was dagegen machen kann oder ihn sehe. Weil ich Steine sehe. Mein Bluttropfen ist auf ein Fünftel runter, wenn nicht sogar ein Sechstel, Alter. Oh, dieses Feeling habe ich schon vermisst, Alter, so von Zutten halb tot geprügelt zu werden, irgendwie noch weglaufen zu können, Alter. Ich hoffe, sie redesignen für die Standalone wirklich die Chernarus Map, weil ehrlich gesagt, ich kann sie nicht mehr sehen. Das wäre cool. Apple, was war das? Warte, ich renne auf den Zombie zu und der nimmt nicht das Bajonett, um ihn wieder zu fädeln. Jetzt gerade noch einer, what the fuck? Ja, ich glaube, das hier müsste schon. Ist das Tscherno?
Ja, ich glaube, ich sehe das Hotel schon im Hintergrund, voll. Was? Ich sehe da schon das Hotel von Cherno. Ich werde mich bei Cherno ausloggen. Ich schaue nur, dass ich irgendwo reingehe, wo ich safe bin von den Zuchten und dann. Fail. This is fail. Heute wieder nur rumrennt, ohne einen einzigen Spieler umzuerzen. Also ich sage nicht, und Haus haben uns eingeloggt. In den ersten 5 Minuten habe ich einen Spieler umgeheizt. Der Haus kommt rein in die Schule, stellt sich hin, schaut so blöd drauf. Und ich meine so ziemlich zuerst, ich höre Schritte unter dem. Also ja, da unten steht ein Spieler mit der Makarov in der Hand. Er rennt oben rauf, findet um die Ecke bei der Treppe. Ich ziel mit der Diamal hin, der Typ kommt rauf, will Haus umlegen, heizt 3-4 Mal in ihn rein, er ist tot. Und das war's. Das war schon die ganze Action, die ich heute gesehen habe. Oh, da mir rennen 4 Zombies nach. Da hat sich ein Spieler ins Pub gehaut und die Zombies kommen gerade durch alle Eingänge. Wo? In Cherno. Ah, in Elektro, Entschuldigung. Elektro. Ah, ein Fehler. Lauf, Schlampe, lauf. Seht ihr nur? Da muss. Gibt es hier nicht am Anfang von Cherno so eine Scheune, in die ich laufen kann? Sag. Nein, was ist denn das hier? Haben wir noch mehr in das Spiel? Oh, da hinten. Oh, okay, das ist kein Spieler. Der hat wirklich Weg. Aha, interessant, ich habe kein Combat mehr. Obwohl mich die Zutten noch verfolgen. What the fuck? Ah, jetzt habe ich wieder, okay. Und was machen sie denn auf dieser großartigen Tour? Ich gehe aufs Palotta Airfield, Alter. Oh. Oh, ich habe gerade einen Trottel gefunden. Dort nördlich vom Palotta. Einmal Speedrun. Typ hat vom Wald nördlich vom Palotta geschossen. Bin Elektron. Oder? Du stellst Fragen, Schemo. M17 Rifle Grenade? Was soll denn das für eine Waffe sein, die M17, oder? Vielleicht stinkt mir einfach nur den Launcher oder so. Oh, hier ist irgendeine Weapon. Oder irgendwas liegt hier am Boden, aber ich kann nicht erkennen. Oh, eine Tasche! What the fuck? Komm, hier war. Ich bin erschossen, haha! Den Crawford? Den Crawford. Der Luger. Das war eine schwierige Geburt, haben ihn gejagt. Das Häsel wollte man abhoppen. Die Ecke. So, ich logge mich jetzt hier in dem Häsel aus. Das muss genug sein, Alter. Oh, you can abort in 28 Sekunden, what the fuck? Naja, du kannst ja nicht mehr normal halten, Jakob. Ja, aber ich hab gerade kein Agro-Level. Kanone ist grün, es blinkt gar nichts. Da, Crow, where are you? Ich denke, ich will aufpassen, Marco. Was? Der Crow wird gleich sagen, ob Elektro war. Das ist mir doch scheißegal. Ich hab eine Luger und Magazine sagen, dass er nicht an mich rankommt. Friss Luger-Muni, du Sau! Oh. Luger ist super als Anfang. Für 8 Schuss, Automatik. Nicht mit einer kleinen Schussfrequenz.
extrem böse. Und jetzt gehe ich mal in die Station und schau mal, was er hinterlässt. Aber sie müssen die Wahrscheinlichkeit beim 1944er komplett geändert haben, was die Hits von den Zombies angeht. Weil was ich jetzt hatte, ist, mich hat der erste Schlag, den ich von einem Zombie abbekommen habe, wie ich dann gezielt habe mit der Waffe, habe ich schon gemerkt, oder ich zitter ur wie die Sau und blute, aber wirklich nach dem zweiten Hit. Bandagier mich, hau mir die Painkiller rein, die ich endlich hatte. Dann schieße ich auf den Typen, der auf dich geheizt hat, unten bei den beim Air Tower. Ich heiz einmal auf ihn, in dem Moment trifft mich eine Zutte und boah, schon komplett wieder alles also nicht verschwommen, ja, sondern ich fange an zu zittern. Überhaupt? Wo war der Typ? Also der ist, wir sind rausgekommen, wir haben uns beim Air Tower getroffen und ein Haufen Zutten rennen auf Marco zu und er steht plötzlich mitten unter den Zutten und versucht Marco umzuheizen. Und dann ist er Richtung Flughallen gegangen und dann weiter Richtung Tscherno. Also er ist nicht mehr hier. Nein, also na, bei Lotta, ich glaube nicht, dass er da noch ist, weil er ist schnell reingerannt in die zweite Halle, hat dort irgendein Gewehr aufgehoben und ist dann weiter Richtung Tscherno weggelaufen. Weil ich habe noch einmal auf ihn abgedrückt und dann habe ich nur gesehen, so aus dem Augenwinkel, wie er quasi aus dem Air Tower raus und Richtung Tscherno weiterläuft. Weil die Zutten waren dann sofort aggro auf mich, sobald ich den Schuss abgegeben habe. Ich nehme keinen.